Morgen zusammen. Ja, heute gebe ich mal einen kleinen Überblick über Pulgora. Bin ja schon ziemlich weit jetzt. Also das ist ziemlich weit. Lustig, weil irgendwie ja, irgendwie nein. Also ich will erstmal erzählen, was ist denn die Problematik auf Pulgora. Und gleich ein guter Tipp, wenn ihr landet, was ihr machen solltet. Also ich bin am Anfang hier gelandet. Ja. Sieht man, das ist eine relativ kleine Insel. Ja. Man ziemlich limitiert, eingeschränkt, kann nicht viel machen. Ihr seht auch schon, das Ding sieht ziemlich tot aus und das ist es auch. Nämlich alles, was ich hier aufgebaut habe, ist eigentlich mehr oder weniger hinfällig, weil ich umgezogen bin. Ich habe dann später eine große Insel entdeckt, das ist die hier. Gibt auch große Inseln hier und das wäre auch mein Tipp, wenn ihr startet, fangt ihr erst gar nicht an, noch so eine kleine Insel zu bauen. Das könnt ihr alles gleich wieder abreißen. Geht gleich auf eine große Insel, weil sonst reicht der Platz einfach nicht. Und ja, also ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt, ihr seht, ich habe eine Rakete am Start, die produziert, es läuft. Ich habe ein so ein Forschungsding hier am Start erstmal. Und das ist auch die Thematik und ich finde es auch ein bisschen nervig eigentlich, weil hier gibt es eine Forschung, die braucht man unbedingt, denke ich mal. Hier Blitzkollektoren. Fange Blitze in einem größeren Gebiet auf und speichere einen größeren Anteil der eingefangenen Energie. Solange man das nicht hat, hat man immer die Thematik. Ich zeige das mal kurz. Hier diese Blitzarbeiter. Seht ihr die Abdeckung hier? Das ist nur so ein dünner Kanal, den man irgendwie hinkriegt zwischen den Inseln. Und ihr seht, da oben ist gleich hier so eine Drohne, die hier. Die fliegt halt einfach ihren eigenen Weg. Die hält sich nicht so an die gelben Linien, die eigentlich eingezeichnet sind. Ja, die liegen halt außen rum. Das heißt, also hier sterben immer wieder Drohnen. Das lässt sich irgendwie jetzt auch gar nicht vermeiden. Ja, ich finde die Planeten extrem nervig, ich sag's ehrlich. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock jetzt hier. Weil man muss halt zuerst die Forschung machen, dass man halt jetzt überhaupt anfangen kann, vernünftig zu bauen. Ja, aber um dahin zu kommen, dass man die Forschung aufbaut, hat man ja schon einiges gebaut. Das heißt, es ist dann alles so, ja, so windig irgendwie. Es ist halt ein Messi-Spiel, ne? Man kriegt es irgendwie nicht richtig hin, hier die Ordnung reinzubringen. Genauso mit diesem Müllkonzept. Das ist ja eigentlich ganz witzig und so. Aber jetzt schaut man in so eine Kiste rein, ja. Hier ist zum Beispiel Beton, wird hier auch mitgeliefert. Ja, mit Beton, da kann man nicht viel machen, ne? Hier, das ist die Verwendung für Beton. Soll ich das Zeug die ganze Zeit bauen, oder? Also, letztendlich, es wird darauf hinauslaufen, der Beton wird irgendwann das System verstopfen, weil ich den Beton überhaupt nicht mehr brauche. Ja. Ich kann natürlich alles zu betonieren und irgendwie ja, künstlich irgendwie dafür sorgen, dass das Zeug irgendwie verschwindet, aber ja. Was ich auch nervig finde, auf dem Planeten hier, es gibt kein Eisen. Auf dem Planeten. Ja. Aber hier seht ihr, hier kommen tausende Zahnräder an und lauter Eisenschrott, lauter Zeug. Warum kann ich das dann nicht einschmelzen? Ja? Da könnte man so gut Eisen drin. Das wäre ja schon mal was. Beton müsste ja eigentlich auch Eisen enthalten, da ja auch Eisen drin ist. Also das ist irgendwie noch nicht so richtig durchdacht, finde ich. Gefällt mir irgendwie nicht so das Konzept. Das ist so künstlich anstrengend. Ja, so, ja, genau. Also ich finde den Planeten nicht geil. Ja, ich finde generell, dass es bei diesen ganzen neuen Planeten, dass es so künstlich gestreckt wird, künstlich in die Länge gezogen wird. Ich will jetzt auch nicht über das Game schimpfen, das ist schon gut, hey. Schaut mal, ich bin hier immer noch dabei. Und ja, also so ist auf jeden Fall gerade der Status hier auf Fulgora. Dann, ja, hier habe ich meine Flying Base, hier hole ich alle Rohstoffe runter. Ich habe gerade keine andere Möglichkeit, an Eisen zu kommen, außer halt die Basis hier. Ja, hier ist ja alles runter, was ich hier einsammle. Noch die erweiterten Dinge dabei, gibt es auch Schwefel, Kalazit und alles Mögliche. Kalazit ist auch so eine Sache. Ja, das wäre zum Beispiel eine schöne Lösung hier für den Planeten. Weil man, es gibt ja so Schwefelsäure, Chromatierung oder irgend sowas. Da kann man auf jeden Fall aus Schwefelsäure und Kalazit könnte man Wasser gewinnen. Doch, es geht auch Fulgora nicht. Ja, das geht nur auf Kleber oder auch immer.
Ja, auf jeden Fall hier geht's nicht. Ja. Wo man es brauchen könnte, geht's nicht. Das ist irgendwie alles so. Es drückt. Es ist drückend. Egal. Wir machen weiter, wir ziehen das durch. Ich habe all die erste Forschung am Start. Ich baue zu dem Zweck auch gerade hier einen weiteren Walker auf, dass ich hier zwischen Ulgora und Nauvis hin und her fliegen kann, hier die Forschung rüberholen kann. Mit der Forschung habe ich mal geschaut, hier sieht so aus, als ob die pinke Forschung und die grüne Forschung von Kleber, dass die nicht zusammen vorkommen. Was ich ganz gut finde, also zumindest aktuell noch, weil ich würde die Forschung gern auf Nauvis machen. Ja, also gerade alles in Mache noch. Und ja, sobald dieses Schiff hier fertig ist, werde ich die Forschung also rüber kutschieren nach Nauvis und dann kann ich endlich die Blitzkorrektoren erforschen hier. Und dann hoffen wir mal, dass ich zumindest mal das hinkriege, dass meine Drohnen hier nicht dauernd verrecken. Das wäre ja schon mal echt ein Feature. Und ja, ah ja, hier sehe ich gerade, es ist schon wieder die Schienenkanone. Ja, die will ich ja letztlich nicht haben, aber hier ist die grüne Forschung auch dabei. Ah, vielleicht überdenke ich das nochmal mit Kleber, mit Forschung auf Novus. Immer diese Zwänge. Ja. So. Naja, mal schauen. Also, das ist der Stand der Dinge. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? In diesem Sinne sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.